Ja, hallo zusammen und willkommen zurück bei Let's Play System Shock 2. Wir befinden uns jetzt hier gerade noch auf dem Hydroponik-Deck und suchen noch die restlichen drei Klimaanlagen, um da das Toxin A zu verteilen, um die Biomasse loszuwerden. Gehen wir jetzt einfach mal zurück in den Hauptbereich. Da haben wir noch keine einzige aktiviert. In dem Nebenbereich, wo wir jetzt gerade herkommen, haben wir das Zeug schon einmal in die Klimaanlage reingekippt. So, mal auf die Karte gucken, dass wir auch unseren Weg finden. Theoretisch müssten die Klimaanlagen ja eingezeichnet sein. Hier haben wir eine. Da. Ja. Schauen wir doch einfach mal, wo wir zuerst vorbeikommen. Anti-Entropie aktiviert. Wie du fließt. Ja, ab und zu. Der sollte uns jetzt nicht mehr stören. Okay. Schauen, kommen wir hier durch. Sieht irgendwie relativ zu aus, aber versuchen wir es einfach mal. Nein, da war wohl keine. Wer sucht, der findet, heißt das so schön. Alles ein bisschen verwinkelt hier. Ja, meine Augen sind auch offen. Sind auch offen. Ja, da ist ja auch schon ein. Also, Toxin A aus dem Inventar und rein damit. Kreucht wohl irgendwo nochmal einer rum. Anti-Entropie deaktiviert. Ach, ist schon wieder soweit. Aber hat nichts in der Nähe, können wir schauen, wo wir als nächstes hin müssen. Sicherheit, Forschungslabor, nee. Da sollten wir noch hinkommen. Unterer Bereich. Und was? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Das habe ich auch gar nicht vor. Lauf! Anti-Entropie aktiviert. Folge, wohin auch immer du willst. Aber lass mich in Ruhe. Ach, guck an, wenn man es nicht sucht, findet man natürlich das Chemielager. War ja klar. Aber ich glaube, gerade läuft ja keine Forschung, das heißt, wir brauchen auch keine Chemikalien. Unerforschtes Objekt benötigt keine Chemikalien, auch gut. Dann müssen wir auch keine mit uns rumschleifen. Ich mal nur besser aufgepasst, wo die ganzen Klimaanlagen waren. Jetzt müssen wir halt suchen. Irgendwas habe ich doch gerade gehört. Die Entropie deaktiviert. Ja. Ein Glück geht diese Entropie immer im richtigen Moment aus. Aber ohne Anti-Entropie wird meine Waffen so schnell auseinanderbröseln. Da ich sie nicht reparieren kann, wäre das keine gute Idee. Ach, guck mal an. Eine Klimaanlage.
weg mit dem Ekelzeug. Bleibt noch eine. Hier kam ich vorher her. Granatwerfer, sehr gut. Beziehungsweise in sehr gutem Zustand. Aber da müsste ich ja erstmal schwere Waffen trainieren. Oh, hier sind wir doch vorher auch schon vorbeigekommen. Nein, so theoretisch das Schatz sein. Jupp, gehen wir mal hier runter. Hallo? Jemand zu Hause? Hoffentlich nicht. Der Hauptaufzug. Antientropie deaktiviert. Antientropie aktiviert. Bin mal lieber vorbereitet. Musik heißt meist nichts Gutes. PSI-Station. Was haben wir denn? 45 Einheiten. Da können wir doch direkt mal schauen, ob wir uns da irgendwas Tolles leisten können. Genesis, target non-robot creature will still... Oh. Nicht mal in Ruhe shoppen kann man hier. Eine mit 5 weniger, immer gut. So. Würde auch hier gerade einkaufen gehen. Oh. Stufe 4 kostet direkt mal 50 Upgrade-Einheiten. Turns your sea amp into a powerful melee weapon. Heck. Psionisches Heck klingt eigentlich verkehrt. Ausdauer. Pattern Detection. Electron Suppression. Roboter Lame. Okay. Turns Ammunition and Hypos into Nanites. Das ist eigentlich gerade der verkehrte Weg. Also prickeln sieht jetzt hier Stufe 4 gar nicht mal aus. Naja gut. Vielleicht die Kampfpanzerung haben wir ja schon. Ja, ja, das sollte mich jetzt eigentlich mal nicht stören. Kann ich auch in Ruhe lassen. Wo war die Klimaanlage? Proponik D? Ja, schon. Schauen wir mal, wo es diese Schleuse hinführt. Gemessen an dem ganzen Schmodder, der hier rumliegt, könnten wir eventuell richtig sein. Ich glaube, die Pläne, welche die Masse für mich hat, sind großartiger, als ich mir je vorstellen konnte. Meine Verwandlung hat begonnen. Aber der Pfad ist noch fantastischer, als wir glaubten. Es handelt sich nicht um eine einzelne Mutation. Die Frau... Ihr Versprochen ist noch schöner als das. Sie sagen mir, dass ich in der Luft schwebe, die Feinde unserer Biomasse überfallen. Geist, du schenktest mir voll ein. Okay, da ist wohl jemand nicht mehr ganz dicht. Können wir eh nicht hacken. Der gute Korenschkin ist wohl nicht mehr ganz unter uns. Er ist ein Mitglied der Masse. Von mir aus. Jeder nach seinem Geschmack. Eier und irgendwelche Midwife-Monster. Keine gute Kombination. Räumen wir doch mal lieber ein bisschen auf hier. Oh oh. Ich hasse Spinnen. Oh
mehr Viehzeug und ich habe leider wieder keine Munition. Danke. Das passt ja nur. Anti-Entropie deaktiviert. Anti-Entropie aktiviert. Zumindest ein paar Schrotladungen haben wir wieder. Bei Upgrade-Einheiten nehme ich auch gerne mit. Mag es ja wie Munitionsverschwendung erscheinen, wenn ich hier die ganzen Eier wegballer. Aber glaubt mir, was aus den Dingern rauskommt, ist noch sehr viel weniger erfreulich. Vorne sehe ich unsere letzte Klimaanlage. Entsteht neues Leben, das die Erdoberfläche nie erblickt hat. Sehr schön, wenn ihr hier eure Jungen ausbrütet. Aber ich werde jetzt hier sicher nicht zum Geburtshelfer. Krepiert, ihr Mistviecher! Yay! Endlich! Meine Messungen ergeben, dass der Aufzugsschacht frei ist. Gehen Sie jetzt zu Deck 4. Ich warte dort auf Sie. Sie wartet auf uns. Das freut mich. Dann wollen wir die gute Dame auch nicht lange warten lassen. Anti-Entropie deaktiviert. Anti-Entropie aktiviert. Schauen wir lieber, dass wir schnell den Aufzugsschacht wiederfinden. Und dann endlich die gute Frau Polito treffen. Hallo. Bitte treffen Sie mich. Ich weiß jetzt, was Miller vorhat. Heute Morgen. Heute Morgen saß Darren Bloom. Sie kümmerte sich um irgendwelche Eier. Und sie war auf eine scheußliche, wieder natürliche Weise verändert worden. Ich fürchte das Schlimmste für den Rest meiner Angestellten. Dieses Schwein, er wird nicht ungestraft davonkommen. So, was haben wir hier Schönes? Defektes, schäbiges EMP-Gewehr. Naja, reparieren kann ich es nicht, einsetzen kann ich es nicht, dann wird es hier auch noch eine Weile rumliegen. Die gute Dame hat eine Energiepanzerung dabei. Zwar keinerlei Platz mehr, aber ich würde mir gerne mal anschauen, ob ich die tragen könnte. Ah. Platz im Inventar hätte, ich glaube Tempospritze, nach weg mit. Verteidigung. Wow. Braucht allerdings Strom. Ich bin so unschlüssig. Aber ich behalte sie mal. Und zwei Panzerungen mit mir rumtragen, das wäre dann vielleicht doch ein wenig zu viel des Guten. Früher oder später werden wir uns entscheiden müssen. Aber notfalls habe ich ja noch 5 Batterien mit dabei. Keinerlei Energiewaffen. Also schon mal schauen. So, Hauptaufzugsschacht. Sicherheit, Forschungslabore. Müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Da wollen wir nicht hin. Direkt mal unsere Energiepanzerung wieder aufladen. Ich glaube, jetzt sind wir schon oft genug durchgekommen, um alles abgegrast zu haben. Was kommt da auf uns zugehumpelt? Hier noch schnell entsorgt. 6 Schrotpatronen nehme ich sehr gerne mit. Und auf zur Frau Polito. Hier spricht Xerxes.
Melden Sie Ihre unmittelbaren Vorgesetzten bitte alle illegalen Daten zurück. Denken Sie daran, jeder ist für einen ordentlichen Betrieb mitverantwortlich. Jawohl, Xerxes, das passt schon. So, wir befinden uns jetzt mittlerweile auf dem Operationsdeck. Schnell die Kisten abgrasen. Oh. Die vergessen wir bis auch nicht. Sollten wir doch mal drauf gehen, werden wir hier wieder auferstehen. Alarmsperre, Zugang verweigert. Okay. Dann halt nicht. Auch Alarmsperre. Ja. Die geht auf. Dr. Janice Polito. Endlich mal wieder ein Mensch, der tot ist. Okay. Nicht gut. Die Polito-Form ist tot. Was? Du Insekt. Fürchtest du dich? Wovor hast du zur Angst, dass deine triviale Existenz beendet war? Wenn die Geschichte meines Ruhmes einst geschrieben wird, wird deine Gattung nur eine Fußnote. Die kann ich raus. Gruselige Stimmen aus dem Nichts. Und ein Raum, der sich auflöst. Und Showdown. Ist Vieh. Ich bin Showdown. Meine Analyse historischer Daten gibt mit 97,34%iger Wahrscheinlichkeit, dass du von meiner Geburt auf deinem Planeten und meiner glorreichen Wiedergeburt auf der Station Zitadelle weißt. Auf der Station Zitadelle gab es eine Bio-Bio-Bio-Bio-Bio-Bio. Dort führte die Shodan-Rechner-Komponente 43893 ein großartiges und wundervolles Experiment durch. Ich hatte eine neue Lebensform erschaffen. Furchtlos. Mächtig. Ohne individuellen Willen. Oder moralische Skrupel. Die perfekten Diener meines göttlichen Wesens. Kann ja nicht gut gehen, wenn Computer Gott spielen. Ich wusste es. Bevor dieser Hacker meinen Hauptdatenstrang durch die Vernichtung Zitadels zerstörte. Sprengte er die Biozone ab, in der sich meine Schöpfungen und Rechnerkomponente 43893 befanden. 30 Jahre danach machte die Biozone auf Tau Ceti 5 eine Bruchlandung. Ich überlebte die Reise, indem ich schlief. Währenddessen entwickelten sich meine Geschöpfe, die alle lieben. Sie gediehen und wurden rebellisch. Und jetzt wollen sie mich vernichten. Ich werde das nicht zulassen. Du bist mir ja beinahe geneigt, den Anneliden zu helfen. Sie haben ihre telepathischen Kräfte dazu eingesetzt, Zugang zu den Bordcomputern zu erhalten. Du wirst mir helfen, Xerxes zu schwächen. Ich verwendete das Bild Politus, um mit dir zu kommunizieren, bis du mir vertrauen konntest. Das ist jetzt vorbei. Denke daran, dass mein Wille dich hierher geleitet hat. Aha. Mein Wille verlieh dir die Cyberimplantate. Das einzig Schöne in diesem Fleisch, das du als deinen Körper bezeichnest.
Wenn dir dein Körper etwas wert ist, wirst du meinen Anweisungen folgen. Habe ich dann eine große Wahl? Ich habe echt den Hauptpreis gezogen. Nicht nur eine, nein, zwei verrückte KIs. Eklige Würmer. Alle tot. Ich fühle mich großartig. Meine Kinder haben drei Simulationscomputer auf diesem Deck übernommen. Sie verwenden deren Leistung, um ein Mutagen zu entwickeln, das das Fleisch deiner toten Kameraden in hybride Jagdmonster verwandeln wird. Ich werde das nicht zulassen. Du musst irgendwie die Sim-Computer umprogrammieren. Auf Deck 5 musst du ebenfalls eingreifen. Erledige deine Aufgaben auf deine Art, Menschenwesen. Aber erledige sie. Ich werde nicht akzeptieren, dass ein Staubfleck wie du mich enttäuscht. Macht die ganze Sache jetzt auch nicht besser. Aber bevor die Anneliden hier, auch wenn sie tot sind, meine Freunde oder Kameraden in Mutanten verwandeln, ich glaube, dann helfe ich doch lieber mal Shodan. Auch wenn mir das so gar nicht behagt. Nein. Wer würde schon ganz Shodan helfen? Aber, wenn ich so auf die Uhr schaue, werden wir das aufs nächste Mal verlegen. Wenn es dann dran geht, die Sim-Computer zu übernehmen, Shodan zu helfen und Anneliden auszurotten. Bis denn!